Hallöchen und herzlich willkommen, Mr. Gartenhausen. Hallo Frieda, mein kleines Schätzelein. Oh, dir klebt da ein bisschen Blut da oben dran, sehe ich gerade. Meine Güte, wie geht's dir heute? Ach, meine kleine Frieda, endlich sind wir wieder vereint. Dann werden wir mal gleich in die kalte Stadt gehen. Und ich glaube, wir werden viel, viel Spaß haben, wir zwei. So, hier sind noch die Bullets 10mm, mit denen kann ich leider nichts anfangen. Was ich brauchen könnte, wären zur Not die Magnum Bullets, aber da fehlen mir die Tipps. Und da könnte ich doch vielleicht von so einer hier, das müsste doch eigentlich funktionieren. Dann brauchen wir zwei Gun und ein paar Hülsen. Und ein Tipp. Aber die habe ich noch nicht gelernt. Oder? Ich leg's mal rein hier. Oder sind es andere? Ah, der will mich ein bisschen veräppeln hier, der Computer. Der Computer will mich ein bisschen veräppeln. Oh ja, machen wir doch ein paar, oder? Viele gibt's ja nicht hier, ne? Leider Gottes. Oh, es wird auch schon wieder hell, das ist gut. Also, wir haben... wir können eh nur sechs Stück machen. Sechs Stück können wir machen. Da haben wir die Tipps, brauche ich dafür. Da hole ich mir mal nochmal einen Tipp. Top. Ah, da kann ich ja den Powder rausholen. Ah, stimmt, ja. Da müssen wir noch eine Tipp-Mold machen. Und dann nehmen wir mal Klumpen. Oh, ich habe nicht mehr so viel. Dann müssen wir nochmal Klumpen machen. Schnell, schnell, schnell. Los. So. Nicht Billet, sondern Bullet. Tipp Mold. Einmal bitte. Dankeschön. So, der Rest für dich. Und ab dafür. Ah, das ist schön. Der ist gerade fertig. Ach. Jetzt ist noch ein halber... Ein halber Breast ist da noch. Da ist noch ein halber Breast drin. Habe ich nicht noch irgendwas? Habe ich nicht noch ein bisschen Brass? Ja, eigentlich ist es auch egal, oder? Komm, wir sind mal verschwenderisch, oder? Was brauche ich denn für die Tipps? Brauche ich Lead, oder? Lead? Wir brauchen da ein Lead. Wo habe ich dann die Mold? Da habe ich die Mold. So, Rinde mit und... Was kriegen wir hier raus? Oh ja. Bisschen, ne? Immer Viererschritte, ne? Nee. Doch. Gut. Könnte ich genauso schnell Gunpowder herstellen, wäre es natürlich auch klasse. Für Gunpowder brauche ich aber eine Höhle, ne? So war das doch. Potassium. Gut. Gunpowder. Kohle und Potassium. Fertig. So, dann brauche ich noch Hülsen. Da brauche ich noch eine Hülsenmold. Habe ich die eigentlich auch schon? Eine Hülsenmold. Gut, greifen wir nochmal zum Klumpen. Das sind Casing Mold. Wunderbar. Oh. Habe ich eine Munition hergestellt. Ein bisschen verschwenderisch. Ein bisschen verschwenderisch. Gut. Casing Mold. Mold. Ich weiß, ich hätte wahrscheinlich das nicht einschmelzen müssen. Casing Mold. Und... wo habe ich meine Brass? Ich krieg hier Kilometergeld gleich. Das gibt's ja gar nicht. Nur meinen ganzen Batzen nehme ich mir mit. So. Nehmen wir mal zwei. Mal gucken, was bei wird. So, ich werde jetzt... Ja, auch Viererschritte immer, ne? Ja, das reicht auch.
Das langt ja auch. Das langt ja auch. So, wunderbar. Schnell mal den Kram wieder weg. Dann packe ich mir das Nötigste ein. Und zwar, das Nötigste wird sein Schlückchen. So, das und das brauche ich. Das brauche ich jetzt nicht hier. Das packe ich drüben in die Kiste. Das auch. Das auch. Das kommt hier neu. Und das kommt hier neu. So, wir haben Bolts ohne Ende. Da schnarcht doch was draußen rum. Wir haben auch... Oh, Spider. Ah, shit. Machen wir uns hiervon ein paar. Spider, oh Mann, ey. Verdammte Axt. Frieda, ich habe einen Job für dich. Oh, 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 wo hast du ihn geschossen? Mädchen! Was ist mit ihr los? Oh, die hat schlecht gesungen heute Nacht. Ja, super. Alle da wieder. Alle da. Ach, die Spider haben gesungen. Warum lädt er nicht nach? Ach so, ich muss hier nachladen, ne? Genau. Ah, was machst denn du hier? Ah, die sind hier oben gespawnt, das kann nicht sein. Alter, Vate, habt ihr die Arschbacken auf oder was? Hier, runter von meinem Dach, ihr Drecksack. Ihr Miete nicht bezahlt. Und kommst du mir hier an wie ein Aal? Aber so was. Nein. Jetzt müssen wir aber die Frieda mal einstimmen hier, ne? Was wir natürlich nicht haben, ist den Spider gelootet, ne? Den Spider habe ich nicht gelootet. Shitty. Jo. Wie sieht's aus hier? Kann ich runter? Schwierig, ne? Krieg ich hin. Krieg ich hin. Wo sind die Spider hier jetzt eigentlich hin? So, wasch, bidu. Schreien eigentlich die Spider auch Hunde an? Oh Mann, ich muss üben. Bin so verwöhnt. Von dem... Ach, scheiße, der ist schon... Ach, der Spider ist schon weg. Shitty. Komm mal her, du hast doch noch nicht... Du willst doch noch mal, oder? Du willst doch noch mal. In your... Rachen. Okay. Wir werden uns mal drauf einschießen müssen, ne? Aber Level 27 klingt vielversprechend. So, was habt ihr davor, da unten? Butteln ein Loch, guck mal. So. Okay. Ah, Hallöchen. Nachbarin. Ich glaube, die nehmen den Laden jetzt mal so richtig derbe auseinander. Ja, ist deine Stadt, ich weiß. Guten Tag. Oh, hier ist aber gut was los heute. Scheiß auf die Horde. Uns reichen drei Spider. Ich glaube, der Laden ist gleich dicht. Was machen die hier? Aerobic oder was? Warte mal, ich hab hier was für dich. Mal gucken. Meine Güte, was ist denn hier los? Ich überlege, ob ich die einfach gehen lasse. Ja, wie die kleine Frieda, die ist mir ein bisschen böse gewesen. Die hat lange warten müssen. Yes, der war gut. Und der auch. Okay, dann tun wir mal den Counter, den Zombie-Counter ein bisschen hochsetzen. Weil
Die Horde habt ihr leider verpasst. Die kommen ja gleich wieder oben raus, ne? Wo sind eigentlich diese Spider hin? Ach, da unten läuft einer, guck mal. Genau, du. Wahrscheinlich wird gleich die Erde einstürzen. Hallöchen. Na du? Warte mal, der war auch nix. Ich hätte mal Lust hier so... Mal gucken, wie das funzt. Oh yeah. Sehr schön. Wenn es auch unsinnig ist. Das macht Spaß. Kelle. Guck doch mal, aus welchen Löchern die alle kommen hier. Ich lasse mal einen schönen Tunnel graben. Bis zu mir, komm. Alle zu mir. Ja, das mit dem Ziehen muss ich nochmal üben, ne? Jawohl. Ja. Boah Gott, zieht die nach links. Alter Vater. Beziehungsweise nach rechts ist er eigentlich. Aber die drei Kreischer, die haben ja mal richtig hier abgerotzt. Die haben ja mal richtig schön Sachen dagelassen hier. Bisschen Platz schaffen. Gucken, was die noch so dabei haben. Jo, natürlich. Oh Mann, ey. So viel Scrap-Scheiße braucht doch keine Sau, ey. Halt die Fresse! Mit dir hat keiner gerettet. Entschuldigung, liebe Kinderlein. Was hast du dabei? Bestimmt nicht, ne? Spider sind langweilig. Kleine Taschen. Ja, da muss ich ein bisschen üben, ne? Wieder was, aber eine tiefe Stimme, habe ich gerade mir gedacht. So. Herrlich. Da ist noch so ein kleiner Kriecher hier unten, so ein Wadenbeißer. Oh meine Güte. Das hört der Duft hier. Ist besser wie Horde, oder? Bin mal gespannt, wenn die fertig sind, wo die rauskommen. Aus dem Tunnel. Au. Oh shit. Oh nein. Was ist denn jetzt? Nein! Unnötig war das. Das war echt unnötig. Mann, ey, jetzt sterbe ich. Geh doch auf, du Sau. Oh, wo war denn der her? Einer für alle und alle für einen. Unmöglich. Okay, ich habe irgendwas da vorne hingeschmissen. Boah, das war knapp. Nur weil die Frieda nicht drauf ist, ey. Die hat keinen Wumms in den Taschen. Und die trifft nicht. Nein, ich treffe nicht. Entschuldige, Frieda. Ich weiß, du kannst nichts dafür. Na, ist wieder aufgehoben. So, ich bin blödsinnigerweise schön Hazard. Ich glaube, ich brauche mal oben ein paar Medis. Ich habe doch oben ein paar Medis, oder? Hey, ihr Sackgesichter. So, warte mal. Ich werde erstmal mich ein bisschen relaxen.
mit erstmal ein Bierchen, genau. Das hilft immer. Erstmal zuerst ein Bierchen. Oh mein Gott. Ein bisschen was essen und was trinken. Dann nehmen wir uns nochmal so einen Drops. Und damit wir auch mal schön frisch sind, knallen wir uns auch nochmal so ein Ding rein hier. So, bam. Erstmal alles genascht. So, weiter geht's. Ja, wo wir gerade hier sind, machen wir das Ding auch mal leer. Alles, was ich jetzt gerade nicht brauche. Das war das Messer vorhin, ne? Ja. Hier ist so viel Zeug dabei, was ich nicht brauche. Oh, die kann ich mal mitnehmen. Die eine wenigstens kann ich mal mitnehmen. Aber ich lege das hier nochmal rein. Das brauche ich nämlich jetzt leider immer. Ja, das Hase da. Ja, das brauche ich jetzt auch nicht. So, ja, das war jetzt echt ein bisschen knapp, Leute. Findet ihr nicht auch? Also es war ja... Also ich habe mich gerade fliegen sehen, direkt zu den Englein hoch. Also, instant. So, das kommt nochmal weg. Hier haben wir Balls nochmal. Die stacken wir da drauf. Da können wir noch welche machen. So. Irgendwas Dämliches noch dabei, wie die komische Blechbüchse hier. Da kommt die jetzt auch mal weg. Und das scheint doch ein bisschen wichtigere Sachen zu noch zu sein. Wobei, so viel Waffen brauche ich nicht. Das ist Quatsch. Gut. Also, wie sieht's unten aus? Ein Volldepp da. Ach du Scheiße. Komm schon. Komm schon. Wenn jetzt natürlich einer von oben runterspringt, bin ich gearscht. So, ich kann die Folge nicht unterbrechen heute. Ist zu viel los, ne? Und ich meine, ich habe auch irgendwo noch einen Zombie-Spider laufen. Na, ein bisschen noch rüber. Es ist so, dass eigentlich auch meine Maus kaputt ist. Und meine gute G9 hat's gehimmelt. Ja, die sind gleich hier durch, ne? Guck mal hier. Sieht so aus, als sind die gleich hier durch. Da, auf die Entfernung gefällt mir das schon besser. Ja, auf die Entfernung gefällt mir das schon besser. Oh. Muss nur treffen, dann geht es. So, warte mal. Eins. Zwei. Drei. Ja, das ist die erste Folge Frieda, ne? Seid da ein bisschen umsichtig mit mir. Jetzt so einen schönen Instant-Flammenwerfer. Nicht immer so viel bewegen, Jungs. Empty, empty, empty. Ach, hallo. Die machen die ganze Putze kaputt hier. Ich glaube, die hält da nicht mehr so viel aus hier. Muss mal ein bisschen Frames runterstellen. So. Oh Mann, ey. Bombe. Mach keinen Quatsch. Komm gefährlich nah! Alles so ein Kram, ey. Schätzen muss gelernt sein. An den Ding kriegt man noch nicht gleich so weg, ne? Ich glaube, da brauchen wir noch eine etwas stärkere Waffe. Leute, Leute, am Ende einer Folge sind wir schon wieder angelangt. Haben richtig hart heute ins Gesicht bekommen. Und die Frieda, die muss ich erst nochmal einspielen, ein bisschen hier. Ist immer noch was los hier drüben, ne?
Ist das geil. Was die Jungs hier drinnen gebaut haben, ist ja eigentlich geil, ne? Gleich stürzt es oben alles ein. Wart ab. Du auch noch? Du auch noch? Komm her. Oh, ich sehe mein Fahrtenkreuz nicht. Mein fadenscheiniges Kreuz. So. Mamma mia. Mamma mia. Alter Vater. Da war aber was los gerade. Da kam ich ja sowas von den Schwitzen. Ich mach mir jetzt nochmal ganz schnell was. Und dann, dann haben wir es geschafft, ne? Und zwar... Den mache ich einfach nur für 2 Punkte. Für 2 Bonuspunkte. So, dann haben wir das hier noch. Die Nägel. Count. So. Ganz schön kaputtgeschlagen, das Ding. Echt wahr. So, das haben wir nochmal weg. Ich wollte mir nämlich... Nee. Das hier wollte ich mir machen. Ein paar Heulbeilen. Die werfe ich nämlich dann da unten rein. Was haben wir denn nochmal noch hier? Das Fett kommt weg. Der Tee. Der ferale Dreck. Ein paar Casings noch hier drüben. Ja, die Bolts reichen ja noch ein paar Tage. So. Die Bolts reichen. Dann mache ich nämlich jetzt erstmal... ...das weg. Da war ja auch noch so ein Ding. Packen wir das hier mal mit rein. Den Schmotz. Schmotz kommt da rein. Weaponöl könnte eigentlich rüber. Was haben wir denn hier? Aber ich habe nicht so viel Stoff. Ich müsste erstmal Stoff sammeln. Okay. Friends and Friendliness. Vielen lieben Dank fürs Daumen drücken. Dass ich hier fast verreckt bin. Ich finde den Tunnel geil. Den finde ich richtig nice. Ich glaube, wir müssen mal Frieda noch mal reparieren. Mit hart auf die Mütze bekommen. Ja. Oh Mann. Da läuft doch noch irgendwas. Ja, wie, die haben ja immer noch nicht genug, die Leute. Da kommt noch ein Dicker und noch die zwei. Ich weiß nicht, was die wollen von mir. So. Der kommt auch noch, ne? Zu niedrig. Haha. Was ist... Ach da, guck mal da. Die 3 lassen uns doch natürlich noch schmecken hier. Mal gucken, ob das Frieda besser kann. Oh, warte mal, stimmt. Da muss ich ja nicht spannen. So. 3. Ja. Gut, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Viel Spaß, ey. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen hoch. Und wer mich hier noch nicht kennt, kann auch gerne noch ein kleines Abo da lassen. Das ist der Oma, der One Homie Left. Cruist hier durch die Gegend. Und sucht noch ein paar seiner überlebenden Freunde. Wenn es noch welche geben sollte. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß. Ciao, ciao und haut rein.